da sind wir auch schon wieder. Ich musste eben mal ein bisschen schnipseln. Denn ich habe was verraten, was ich nicht verraten sollte. Noch nicht. Ja. Also, die Person, die wir da halt gerade gesehen haben, war äußerst wichtig. Und wir haben auch das Orakel gesehen, was da gewesen ist. Und ja. Es ist schon wichtig, wie es ist. Und ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal noch erwähnt, wenn ich rausgeschnitten hatte. Ist halt auch von einer wichtigen Bedeutung. Und wir haben damit einen Stein ins Rollen gebracht, der vielleicht. Was wir vielleicht hätten. Die wir hätten lassen sollen. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas gibt, was ich verpassen kann. Ich weiß nicht, ob es hier allgemein Items oder sowas gibt. Jetzt. In der neuen Zeit. Es gibt auf jeden Fall so einen Speicherpunkt. Das ist mal zückend. Bedeutet für mich natürlich Spannung. Wir kriegen den Monat noch. Okay, in einem Monat unterwegs. Gucken wir hier natürlich erstmal. Es ist natürlich für mich jetzt auch wichtig, jetzt zu gucken, ob ich irgendwas sehe, was wir fürs Ende bräuchten. Also es dauert noch ein bisschen, aber wir sind schon gerade. Rein. Ein paar Sachen, die wir auch gebrauchen können. Da ist nichts weiter. Der Speicherpunkt. Da hinten was und da oben. Ganze Armee. Was? Mehr? Beim letzten Mal, als wir hier waren, stand hier die komplette Armee noch, beziehungsweise war hier alles in Schutt und Asche zerlegt worden. Und jetzt ist es ja ein ganz beschauliches Dörfchen. Ohne, ja, dass hier irgendeiner denken kann, was dazu passieren könnte. Ich freue mich, wenn sich das alles hier aufklärt. Auf die neueren Teile freue ich mich halt. Also, ja. Teile, die danach kamen. Und hier sieht man auch die Statue, die beim letzten Mal noch nicht fertig, die beim letzten Mal schon fertig gebaut ist, hier aber noch im Bau. Aha. Ich befand mich also im Reich Wilhelms des Gerechten. 50 Jahre vor der Schlacht, die ich gerade überstanden hatte. So, ist auch mal was. Sag mal was. Ja.
gehen wieder raus. War nichts Interessantes drin. Da ist ein. Da ganz hinten auch noch. Lass mich. Nur Bewohner drin, die ich aussuchen könnte. Hier ist ein einsames Hütchen. Mit auch nichts weiter drin. Bei Bewohnern. Ich glaube, im nächsten Haus werde ich dann einfach mal kurz wieder mein Leben erhöhen lassen. Mein Mana. Meine Magika. Das soll ich für die Zaubersprüche. Eben da oben. Und hier ist einfach mal nicht. So, weiter geht's. Mal kurz ein Schild. Am meisten Liebe. Und weiter nach oben. Jo, das können wir nicht vorbeilassen. Jungs! Die Festung Wilhelms des Gerechten. Nun war die Zeit gekommen, demjenigen einen Besuch abzustatten, der später Nemesis werden und Nosgoth in die Knie zwingen sollte. Nein, Leute, lasst mich. Ein schöner Speicherpunkt. Mal wieder wie gut. Direkt hier oben. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie dieser Kampf, also der Bosskampf, war. Ich weiß auf jeden Fall. Ja. Gewisse Tricks müssen. Doch einer der wenigen Kämpfer, an die ich mich erinnere. Ich verwechsel ihn, glaube ich, auch gerade mit einem. Solche Leute. Ja, ich habe aber keinen Bock gegen die ganzen da jetzt kämpfen. Ja.
denn? Ach, das Ding mit den drei Schaltern. Ja, ich erinnere mich. Oh. Aber mal ein bisschen töten, damit wir nicht alle folgen. Hey, Victor! Hätten wir hier aus dem Nichts. Jetzt hat sich natürlich was geöffnet. Und zwar diese Türe hier. Hallo. Ich darf als erstes rein. Dank. Verlauft mich hier jedes Mal. Ich habe das Spiel zwar schon öfters zu Ende gespielt, aber das hier ist so der Abschnitt, den ich mal verdränge. Unter anderem wegen den ganzen Gegnern. Das hält dir kein Schwein aus. Alles. Lass mich hier mal. Okay. Ist auf jeden Fall was geöffnet. Weiteren Umweg gehen. Lass mich. Ihr lasst mich. Wir müssen dadurch die. Ja. Die von dir beschafften Waffen werden dabei nützlich sein. Nun sage mir, Möbius, welches Spiel spielst du? Keines, mein Herrscher. Ich bin nur bestrebt, euch bei der Vernichtung eurer Gegner zu helfen. Die Waffen sind nur ein Zeichen meines guten Willens. Und die Neuigkeiten, die du mir bringst. Ein Vampir wurde geschickt, mich zu töten. Wie hast du dies in Erfahrung gebracht? Das ist nicht wichtig, mein Herrscher. Ich war nur um das Leben eurer Majestät besorgt. Vielleicht, vielleicht. Nun gut. Du kannst jetzt gehen. Sollte ich dich noch einmal brauchen? Ich werde es wissen und rechtzeitig hier sein. Das war nämlich das, was ich vorhin verraten hatte, teilweise. Denn wir haben jetzt gerade das Orakel gesehen. Beziehungsweise hat er jetzt einen Namen. Und zwar Möbius. Und Möbius, so viel kann ich euch bereits sagen, ist auch einer der Hüter des Kreises. Kein Spoiler. Definitiv nicht. Nicht, dass ihr jetzt was denkt.
Und, Möbius ist ein Idiot. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Das... Nee. Er ist, ein Verräter. In meinen Augen. Jetzt können wir hier aber durch. Und... Leute... Das ist Mobbing! Das ist einfach nur Mobbing! Lass mich doch in Ruhe! Geht mir so auf den Zeiger. Glaubt ihr gar nicht. Oh, Sesam öffnet dich. Tür ist offen. Geil. Oh. Weißt du, man kommt gleich in den nächsten Abschnitt und schon kommen die Gegner in Scharen. Okay. Lass mich. Mano. Ihr macht das absichtlich. Könnt ihr euch nicht selber umbringen? Rätsel. Das wird lustig. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Welche dieser Schalter betätigt das, betätigt haben möchte? Aua. Haben wir eine Tür offen. Jetzt sind wir hier unten im Räumchen, wo wir vorher waren. Jetzt vorstellen. Immer noch zu groß. Hey, Victor! Gerade echt in... Oh Gott, Salem! Was sitzt du denn da unten? Da? Im Gruselfilm mitspielen. Ich hab noch geschlafen.